Gut, wir haben das jetzt in diesem Beispielvideo, das hat geklappt, das haben wir überprüft, das wird dann hier zu sehen sein. Ich mache dann hier also eine Verlinkung, ne? Hier so unten meistens rechts am unteren Rand. So, und wir hatten gesagt, dass die ganze Geschichte darauf beruht, dass sich Stoffe ausdehnen, wenn sie warm werden. Bis auf einen, sage ich jetzt mal so, und das ist H2O, und zwar das Wasser. Das Wasser ist nicht normal. Man sagt, man spricht auch von der Anomalie des Wassers. Und darum geht es nochmal ganz schnell. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte und die können wir auch alle nachvollziehen. Die kennen wir aus der Erfahrung. Und zwar, wenn ich eine Flasche nehme, sei sie auch noch so stabil, und ich fülle die mit Wasser und stelle die Flasche, wenn sie mit Wasser gefüllt ist, stell die dann draußen hin, wenn es schön kalt ist und ich habe minus 10 Grad meinetwegen, 10 Grad Celsius draußen, Lufttemperatur, dann gucke ich den nächsten Morgen und dann ist die Flasche zersprungen, weil sich das Wasser ausgedehnt hat. Es ist zu Eis geworden. Eine andere Geschichte ist, wenn ich hier Wasser habe, machen wir es anders, ich habe flüssiges Wasser vorliegen und darauf schwimmt ein anderes Wasser und zwar festes Wasser und das sei Eis. Dann schwimmt das deswegen darauf, weil Eis, die Dichte von Eis, ich mach's mal so, ist kleiner als die Dichte von Wasser, von flüssigem Wasser. Also man kann sagen, hier ganz kurz gesagt, Roheis, was ja auch Wasser ist, aber festes, ist kleiner als RoH2O. Das mag hier genügen. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass sich dieses Material Eis, nämlich das feste Wasser, ausgedehnt haben muss. Wann hat denn nun das Wasser selber, das flüssige Wasser, seine höchste Dichte? Und zwar, ich schreibe mal RoMaxH2O, beträgt 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Ich lasse jetzt mal die 0,00001 weg, bei 4 Grad Celsius. Das müssen wir uns merken, das ist wirklich wichtig, bei 4 Grad Celsius, da hat Wasser seine höchste Dichte. Und wenn ich mir jetzt hier vorstelle, dieses Wasser mit dem Eis darauf, das sei in einem Tümpel oder in irgendeinem Bassin, dann ist die Dichte hier unten am allerhöchsten. Hier ist RoMax. Die muss jetzt nicht genau 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter hier unten sein, aber je tiefer ich komme, in diesem Fall, umso mehr nähere ich mich den 4 Grad an. Das wäre jetzt in diesem Fall bei Eis so. Hier oben ist sehr kalt, nicht mehr ganz so kalt, mindestens größer als 0 Grad Celsius. Und hier unten könnte es 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad Celsius haben. Wenn ich im Sommer, das wissen wir auch alle aus Erfahrung, in irgendeinem Tümpel baden gehe, dann komme ich, ich mache es mal so, das sei jetzt Sommer, lass es hier oben die Celsius-Temperatur meinetwegen, Lufttemperatur 25 Grad Celsius sein. Das Wasser hat beispielsweise 20 Grad Celsius. Dann wird es umso kälter, je tiefer ich komme. Das heißt, hier unten am Grunde des Teichs, jetzt kommt es drauf an, habe ich wieder RoMax und das war daneben, und Tetamin. Das heißt, hier unten herrscht die niedrigste Temperatur. Eis wird es nicht sein, denn dann wird es wieder oben schwimmen. Hier habe ich also die höchste Dichte und die niedrigste Temperatur. Die kann durchaus bei 4 Grad Celsius liegen. Die kann durchaus. Je nachdem, wie tief der Tümpel ist. Wir wissen auch, dass alle flachen Gewässer nicht ganz so kalt am Grunde sind. Und je tiefer das Gewässer, so besser komme ich an meine 4 Grad Celsius heran. Hier gibt es noch einige Fragen. So, jetzt haben wir allerlei Fragen noch behandelt dazu. Das Tote Meer, darum geht es in was ganz anderem. Da liegt die hohe Dichte des Wassers darin, dass da viel Salz drin ist. Hat also hiermit nichts zu tun. Hier geht es ganz einfach bloß darum, große Dichte bei 4 Grad Celsius, geringere Dichte wärmer, logisch, da folgt es der Logik. Aber wenn es wieder noch kälter als 4 Grad Celsius wird, dann blöderweise dehnt sich Wasser wieder aus.
Das sieht man an verschiedenen Dingen. Das sieht man daran, dass Eis schwimmt. Das sieht man darin, dass Eis auch zerstörerische Kräfte hat. Auch auf Straßen, die ja letzten Endes aus lauter kleinen Steinen bestehen, sieht man es nach jedem Winter. Da hat das Wasser, was dazwischen ist, sich ausgedehnt und hat unsere Straßen kaputt gemacht. Solche Effekte alle und so weiter. Ich mache das Video an der Stelle dicht und wir behalten vor allem im Hinterkopf das hier. Bei die größte Dichte hat Wasser bei 4 Grad Celsius.